Ja gut, an dem Punkt würde ich sagen, auf ein neues, zu einem weiteren Projekt, und zwar Let's Play Pokémon Schwert. Ja, es kamen jetzt schon ein paar Projekte, Rosie bringt es auch dabei. Hallo. Ja, und wir haben uns entschlossen, jetzt auch nochmal Pokémon Schwert zu spielen. Am Ende des Jahres kommt ja Pokémon Karmesin und Purpur. Und ja, deswegen gucken wir mal, wie es uns erwartet. Wir haben Teams geplant, das heißt ohne Challenge. Ich werde aufnehmen, wir werden nach jedem Arena kämpfen, so wie immer. Du wirst verlieren, du wirst Strafen erleiden. Na gut. Ja, bin ich ja eh gewohnt. Hä? Aber naja. Nein, du. Und Was wir soll nehmen das beide alles? Mädchen, weil wir hatten beim ersten Playthrough beide einen Ich hoffe, Jungen du hast jetzt nicht zusammen. die Blonde genommen, weil ich habe die Blonde genommen. Nee, ich wollte die erst nehmen, aber den habe ich sie nicht genommen. Okay. Die Sprache ist endgültig und kann nicht mehr geändert werden. Okay, ganz ruhig. Nein. Registrierung abgeschlossen. Das da unten ist nicht mal Inkognito-Schrift, das ist irgendwie Pokémononisch. Man weiß es nicht. Oha. Ist denn schon Silvester? Den kannst du reden. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Man darf noch nicht sagen, wie der heißt. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Hui. Alakumfanti. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetten einfach miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren. Indem sie die Pokémon, die sie im Kampf gegeneinander antreten lassen. Oh, er stellt sich vor, gut. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mir ja noch gleich vorgestellt, mein Name ist Rose. Und darf ich Ihnen nur den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren? Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Warum bist du schon so viel schneller? Wahrscheinlich hat er Doppelteam. Ne, nicht Doppelteam, scheiße. Ja, ist er jetzt kaputt gegangen. Er hat Agilität eingesetzt. Na, verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Delia und schlag mal. Das hättest du gern. Los, Durak, Dynamax! Das ist Giga Dynamax, okay. Pokémon Schwert. Und wir haben das, wie gesagt, beide schon gespielt. Es ist nicht blind. Vielleicht sollte man das dazu sagen. Aber da ist ein Was für eine Überraschung. Voltio. Bäh. Würde es ja ins Team nehmen, man weiß es nicht. Warum muss der Monotyp sein? Warum sehe ich aus wie eine alte Oma? Weil du weiße Haare hast. Naja, so weiß ihn Grau. ja nicht. Oh Gott, soll ich Hopp reden? Ich hätte ihn auch genommen. Du kannst ja auch, mir ist es egal. Oh Gott, der hat so nervige Stimme, ich muss das machen. Hallo, ich bin jetzt jemand zu Hause? Sehr gut, dass du nicht gesagt hast, dass meine Hey. Stimme nervig ist. Was hast du denn da? Ah, ist das ein neues Smartphone? Oh, cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Du hast doch kein iPhone, ne? Das ist aber auch schuld. Ja, hoffentlich hast du seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Du hat Albanes. Nee, vergiss es. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Heute ist nicht der große Tag, oder? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte dir noch schnell Flora abholen. Das Match kann sich ja später mal noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein paar Mitbringsel ab. Einen ab. Ich warte draußen auf dich. Ist doch nicht so. Wir wollten gerade hier noch ein bisschen
keine Ahnung, Candy Crush spielen, man weiß es nicht. Wo ist mein Beutel? Ist der unter so einem Zimmer? Man weiß es nicht. Wo ist unser Zimmer? Hallo, relaxo. Ach, hier ist es. Das ist ein sehr gutes Relaxo, muss ich sagen. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Man sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Ein eingebauter Kamin. Er hält selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Im Faxo-Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Aber jetzt gerade nicht, nur ein Ball. Liebe ich aber Pokémon. Hier ist einfach ein riesen Pikachu. Vier leckere Dinge. Ist das mein Bilderbuch? Ups. Spüle ist sauber, dass man daraus essen könnte. Vermutlich liegt es daran, dass man Mampfax so jede Essensreste einfach vermampft. Ja, Mampf, wegmampft, ja, wie auch immer. Das ist ein neuer Mikrowellenherd. Den hat Mama unbedingt haben wollen. Das ist ja ein Mikrowellenherd, wenn ich fragen darf. Man weiß es nicht. Guck mal, die Haare kommen von meiner Mama. Fernseher. So ist das nämlich. Uff, ey, die Mutter hat jetzt auch so Haare, nein. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Hey, deiner hat auch so Haare jetzt. Hey, die Switch habe ich auch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Das ist nicht die neueste, nicht mal annähernd. Vielleicht von Nintendo, aber... Das Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. So gemütlich. Schläft im Handtuch drin ein. Ja, egal, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Taschen. Ich glaube, sie den Beutel deiner Mama. Warum kriege ich nur den alten Ranzbeutel, Mama? Warum kriege ich keinen eigenen? Warum hängt er so weit unten? Das ist komisch. Eine Mischung aus Tasche und Rucksack, aber naja. Naja, kann man mit X öffnen. Ja, toll. Nein! Nein, ich will mir jetzt nicht das Erweiterungspaket holen. Ach, guck mal, der ist dazu kommen, nicht, aber... Ja, du hast so raus. Drei Tränke. Raus. Abenteuerfibel und Angel. Ich will von Anfang an eine Angel haben. Der ist viel zu krass. Na gut, ist da aus der Beutel steht. Ja, dann mal viel Spaß euch zwei. Versprich, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Nein, niemals. Ja, dann niemals. Im Wald sind Käfer. Gehen wir doch nicht freiwillig rein. Das weißt du woher? Darum. Weiß es halt einfach. Ich glaube, da gab es nicht mal Käfer. Ja. Mann, nicht mehr allgemein im Wald halt. Alter, hier ist ein Knospi. Ich raste aus. Hallo Knospi. Mir sieht das aus, als würden wir hier schon seit Jahrhunderten leben mit dem Haus und diesem Briefkasten. Na gut. Hier sieht das Spiel noch schön aus. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, weißt du? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du da natürlich fein raus. Mobb mich doch nicht gleich, nur weil wir uns keinen neuen Beutel leisten können. Scheiß Bonze, ey. Schau mal, ein Wolli, was macht's denn da? Bam. Ja, das weiß ich nicht. Deckelt gegen den Zaun. Alter, lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat ja doch nichts getan. Außerdem fängt der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wolli. Hoffentlich hat es begriffen. Hat's das begriffen, aber jetzt zu uns. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Ja, Viscora ist cool. Mit einem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Ja, der wird uns jetzt bis ans Lebensende mobben, nur weil wir die alte Tasche von unserer Mama haben. Ja, bis man sie austauschen kann. Ja, das ist wahr. Gegen diese übergroßen. Oh, hier die Wolli. Jetzt ploppen sie auf. Plopp, plopp. Hallo, alter Mann. Oh, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Oh, ist das nicht der Hammer? Naja. Das ist Standard seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Komm mal hier rein. Ruhig. Oh, Hopp wartet auf dich. Du musst da hingehen. Schau erst mal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Ja, machen wir schon. Du hast gar keinen Bock, sich umzugucken. Ich hab den Grill angesprochen, okay? Solange es keine Items sind, passt das schon. Hey, ich bin ja da, Mama.
Hallo, Hopp. Oh, hallo, du bist ja auch dabei, wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Deleon? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst, du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jeden Moment am Bahnhof von Brassbury ankommen. Haha, dann gehe ich besser ihn holen. Deleon hat einen schrecklichen Orientierungssinn, bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht, wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Na, du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's? Dann müssen wir das ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Darf ich mal aus dem Kühlschrank was nehmen? Na, dann halt nicht. Dann ein paar Joghurtten im Kühlschrank. Alter, ein Feli. Perfekt für eine Familie, ne? Ja, es ist ja gar nicht hier übertrieben. Oh, hallo. Du bist ein großer Bruder, so etwas wie ein Superheld. Tja, wer kennt hier nicht? Oben noch irgendwer. Ja. Deleon ist so beschäftigt, dass er sich nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle schon mal schön sauber aufgeräumt sein. Ach, Omi. Wenn du nichts anderes mehr zu tun hast, dann... Wo weißt du, dass das hier oben ist? Weil der Opi hier auch sitzt. Hab vielleicht ist so das die Haushälterin. Und seine Affäre. Warum ist bei mir das... Bei mir sieht es dunkler aus als bei dir, naja. Was sieht dunkler aus? Mein Spiel, na gut. Bei mir sieht es gleich aus. Naja, vielleicht liegt es an deinem Fernseher. Alles Stadtler dann los! Aber pass auf, dass du im Hohenkreis nicht zu nahe kommst, ja? Wie du weißt, streuen dort wilder lauter Pokémon rum. Ich habe zum Glück mein Volley, falls ich eines meiner wilden Pokémon die uns ergreifen sollten. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Ende mal weg vom Hohenkreis! Danke für den Tipp. Schon wieder eingegeben. Ich habe ja schon Pokémon. Ach, du ja nicht. Das ist ja doof, ne? Hier hat irgendwer mit der Schubkarre einen Unfall gebaut. Dann geflohen. Wusstest du nicht, dass man die so hinlegt? Doch, wir haben auch eine. Mann, lass mich da. Wenn du so aus Zufall gegen Zaun gefahren. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom Hohengras fernhalten. Aber ich will doch nicht. Lass mich in Ruhe. Ich gehe einfach. Ins nächste Gras. Oh Mann, er hat es immer noch gesehen. Nur am Posen. Aha, hallo Brassbury, euer Champion der Lion ist wieder hier. Oder Deleon, wie auch immer. Was für ein Empfang. Oh, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Oh, der Champion ist wirklich Deleon ist hier. Du, der Klurak, ihr seid einfach unschlagbar. Wow, wow, wow. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert und mir meinen Titel streitig macht. Na klar, sei eine Sache, du bist schließlich unser Vorbild, wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Na, mein Glurak ist ja mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer-Galas aneinander wachsen. Ich will, dass alle gemeinsam stärker werden. Ah! Glurak wieder am Ausrasten. Hey, Bruderherz. Ah, Hopp. Dass nicht mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Oh, lass dich mal ansehen. Mann, bist du groß geworden. Oh, das sind gut 3 Zentimeter. Ja, gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wollen uns hier sicher kein. Ja, außer halt, wo der Weg lang geht. Das geht ihm schon ziemlich gut. Naja. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Oh ne, die fangen nicht an zu flirten. Kannst du aber vergessen. Halt, sag nichts. Hat mir schon mal von dir erzählt. Oh, ihr seid. Ja, ich bin Deleon. Der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Und Fans nennen mich deswegen auch Deleon, den Unschlagbaren. Ach, du hast sicher schon von mir gehört. Und du bist bestimmt auch ein riesiger Fan von meinem Glurak.
Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Dieses arrogante Stück schon wieder. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, na, das würde ihm bestimmt helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Du Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Jam Time. Miau. Satiri, ah. Jetzt spann es sich länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du es etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann seines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr natürlich die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb bin ich auch, habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Den Professor beklaut und deswegen habe ich jetzt das mitgebracht. Los, meine Kleinen, zeigt euch. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Memeon. Oh. Wow, send a memo. Genug gespielt. Komm bitte mal wieder her. Und welches von den Pokémon entscheidet ihr euch? Das haben wir schon im Vorhinein natürlich entschieden. Eigentlich mag ich Memeon, aber die letzte Form ist schlimm. Ja. Ja gut, er sagt noch, will du zuerst, ich habe ja schon mein Volley. Wir haben schon im Vorhinein, also Memeon, ich finde Memeon cool, die zweite Entwicklung auch. Also die erste Entwicklung, aber die finale Form mag ich überhaupt nicht. Chimpep hatte ich im privaten Playthrough schon und deswegen nehme ich Hoplo. Tja, bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte den Wasserstarter tatsächlich. Und da du Hoplo nimmst, nehme ich Chimpep. Hoplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. Ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hoplo? Ja. Du hast dich für Hoplo entschieden. Ist jetzt schwierig. Ja. Wir sehen uns gleich mal wieder, wenn wir einen Namen haben. Ich überlege kurz. Okay, ganz einfach. Ich nenne ihn Shiro, weil ich habe einen Hasen, der ist auch weiß. Und den habe ich Shiro genannt, weil er halt weiß ist und das weiß auf Japanisch bedeutet. Deswegen ist Shiro jetzt im Team. Ja, und ich habe meinen Ruffy genannt. Ah. Erst bei Buaufist. Ja, du hast dir der Chimpep ausgesucht. Also hast du Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Memeon. Du bist ab sofort mein Partner. Oder halt Chimpep. Du nimmst Chimpep, ja. Wir werden uns beim Training so richtig reinigen, okay? Ah, ich will nämlich der nächste Chimp werden. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb, habe ich nicht nur dir, sondern auch den anderen beiden ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern, das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Nicht nur, um stärker zu werden, für alles Gefühl, zu zweit geht's besser. Wer weiß, vielleicht schafft es ja irgendwann sogar so gut wie ich zu werden, aber, na, mal gucken. Oh, Memeon ist ganz traurig. Wo soll ich jetzt hin? Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Oh, schon Instant-Namen vergessen. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Und strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, es wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Hey, stimmt, deine Mutter hat andere Haare. Interessant. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Nachdem, was du für Haare hast. Ich glaube sogar, wenn du so einen schwarzen Charakter hättest, wäre deine Mutter auch dunkelhäutig. Ich wenn der Opa schwarz ist. Nee, die haben dann nicht mehr schwarz. Oh Gott, Störsound bei Flo. Ist klar.
Bitte was? Ich hab den Internet kackt ab. Am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Nein, ich bin noch hier, hallo. Jetzt geht's wieder, ja. Hallo. Gib's zu, Hub. Du bist gestern bestimmt... Ach, hör doch auf. Stimmt in die Puppen wach geblieben. Um mit deinen neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab Bruder Herz, wir haben uns auch angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben mit aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Und dann werde ich ja irgendwann zu meinem Rivalen. Zumindest würde ich vielleicht ein bisschen, mal sehen. Hallo, was schaut ihr denn dabei an? Wenn jemand dein Rivale wird, dann aber ich? Na warte, dann lass ich mich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind wir Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, wir haben Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihm kämpfen. Ich will gar nicht, dass man Rivale wird. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide immer noch ich. Und deshalb möchte ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für deinen ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja. Ich glaube nicht, dass das der erste ist. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt immer gut für sie. Irgendwann schießt entwickelt ihr ein Gespür dafür, welche Attacken die besten aus das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr jetzt bereit, um den ersten Kampf zu machen? Dann lasst es mal krachen. Ah, ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. In und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewählt. Ja, Theorie ist halt nur nicht alles, ne? Ah, der kommentiert ja alles gleich. Oh, nö. Wie die Haare immer so flattern. Stimmt, der hat ja zwei. Wie unfair. Auf den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Du unfaires Stück. Fängt das mal fair an. Kratzer. Heckel. Boah, das ist wie schon. Gesicht getreten. Autsch. Kratz dich tot. Ich mach mehr Schaden als du. Ich hol dir aber ein paar Mal ins Gesicht. Machst du? Ja. Meinst du im roten Bereich? Tot. Rehit. Level 6. Zweigstoß. Glut. Zweigstoß, eine neue Attacke. Nicht so schnell, ich hab nur Lust im Himmel. Ja, Memeon. Das Pokémon, was schwach ist gegen den Starter, den man auswählt. Wow. Zweigstoß. Glut. Oh, und dann erklapst mich. Er hat mich geklapst. Sehr effektiv. Boah, fast. Fast tot. Weißt du, ob du Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Sonst wären wir nicht hier. Nein! Oh, mich scheiße. Nein, hol mich doch nicht an. Stirb. Brauchst du drei Treffer? Warum? Ich glaube, ich bräuchte nur zwei, aber ich brauche einmal aus Versehen auch Heuler. Ja, ich brauche nur zwei. Das war erstmal zweiter Angriff. Ach so, hast du gequittet beim ersten Mal? Nein. Der erste Treffer hat voll viel Schaden gemacht. Ich glaube, du so viel Schaden gemacht hast. Ja, siehst du doch. Nervt mich ja jetzt. Vielleicht habe ich ein gutes Wesen, man weiß es ja nicht. Ja, deswegen, ich muss auch gleich nachgucken. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Chimpep und du und Hopplo seid echt krass. Da siehst du mal. Aber du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Oh, um eine hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Oh. Ihr habt euch echt großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt ziemlich erschöpft. So, du hast echt Talent. Deshalb würde ich gern mal eine Bitte an dich richten. Ich will, dass du Hopplos Rivalin wirst. Damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Das hast du schon oft gesagt, okay. Ich will da viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Ich bin bereit für meinen ersten Arena-Kampf. Puh, du hast wirklich keine halben Sachen. Also willst du an der Arena-Challenge teilnehmen, dem großen Turnier von Gala? Wenn das so ist, dann
solltet ihr zuallererst mehr über Pokémon aneignen. Vor allem du. Wir wissen mehr als dein doofer Bruder, also seid immer schön ruhig. Ich schlag vor, ihr besorgt euch erstmal ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch dabei helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist der Pokédex nichts außer Daten. Sondern was? Ja, egal. Ja, mein Bruder sagt, dass sein Trainer das braucht, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokédex-Labor. Im Pokémon-Labor vorbei, um ein Pokédex abzugreifen. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hop. Okay, ich sag dem der Professorin schon mal Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden, den Pokédex-Krieg mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hop beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid geben, dass wir uns mal Pokédex holen gehen. Ja, wir sagen Mama, mal Bescheid. Wir haben noch ein neues iPhone, wir können doch einfach anrufen. Erstmal gucken, was habe ich für eine tolle... Biro. Ja, Angriff ist erhöht und Spezialangriff gesenkt. Ist eigentlich ganz gut, denke ich. Mich verarscht. Tja, müssen wir mitleben. Mama! War jetzt... War Blau wirklich gesenkt? Natürlich. Du bist nicht Mama. Wo steht denn, wie das heißt? Das ist ja gar nicht unser Haus. Wir sind still. Soll ich das sehen? Ja, ich... Stimmt schon. Mann, warum hast du ein Plus... Das nervt mich jetzt schon wieder. Warum hast du ein Plus und ich ein Minuswesen? Krach. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das gehört? Und dann das Tor ist offen. Das Wolli ist spurlos verschwunden. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass das da reingerannt ist. Aber so ein Mist, das ist doch eigentlich verboten. Oh, die Enkelin der Professorin war damals, als sie klein war im Wald und hatte Schwierigkeiten. Ihre Oma musste dann sie richtig anschnauzen. Was machen wir denn jetzt? Ja, rett mal das, oder? Ah, ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist es ja der Zutritt verboten, aber es ist ja ein Notfall. Also los, Augen zu und durch. Jetzt wird's reingeklotzt. Aber das machen wir im nächsten Part, ja. Genau das. Ich würde sagen, was uns da erwartet, sehen wir im nächsten Part. Was in diesem gruseligen Wald ist, wo man nicht... Oh nein, nicht die Pose, nicht die Pose. Nein! Was in diesem gruseligen Wald ist, sehen wir dann erst im nächsten Part. Man sieht hinten die Hollies aufkloppen. Aber egal, das sehen wir, wie gesagt, alles im nächsten Part, wie schon oft erwähnt. Deswegen, nicht verpassen, Like da lassen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.